Silvia Babisch, du bist jetzt die neue Milchkönigin. Warum hast du dich für dieses schwierige Amt beworben? Ja, das hat eigentlich einige Gründe gehabt. Zum einen hat mich auch meine Schwester darauf aufmerksam gemacht, die vor 2 Jahren schon mitgemacht hat bei der Bewerbung zur ersten Milchkönigin. Und ja, da wir daheim leidenschaftliche Milchbauern sind mit derzeit 35 Milchkühen, bin ich auch eben auf das Amt aufmerksam geworden und habe mich dann im Zuge dessen auch beworben. Mhm. Das heißt, wie viele Kühe habt ihr zu Hause? 35 derzeit, laktierende. Was machst du beruflich? Ich bin derzeit nur am Franziskus-Josephinum in Wieselburg, das ist eine höhere landwirtschaftliche Schule und maturiere jetzt gerade. Was ist denn dein Lieblingsfach? Ja, unter anderem Pflanzenbau. Mhm. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Vor allem im Bereich der Landwirtschaft, also egal ob es jetzt da im Bereich des Pflanzenbauberater oder auch Milchwirtschaft ist, es hängt ja eben alles zusammen, dass wir gute Milch produzieren können. Mhm. Und was möchtest du einbringen in das neue Amt und deine Tätigkeit als Milchkönigin? Ja, ich möchte vor allem den Beitrag, den unsere niederösterreichischen Landwirte und österreichischen Landwirte für die Erhaltung der schönen Kulturlandschaft bringen, ins rechte Licht rücken und auch, ja, dass die Jungen einfach auch wieder die Milch schätzen lernen, da ja jetzt vermehrt von den Älteren die Milch konsumiert wird. Und ja, das war's hauptsächlich. Dann wünsche ich alles Gute. Dankeschön. Majestät.